Boss. Ja. Hm. Was ist los? Ihm nach! Nehmt ihn fest! Oh. Gav! Wer ist da? Das ist ein Deserteur! Tötet ihn! Aus dem Weg! Du hast deine Wahl getroffen! Schlafen, oder? Das ist woanders. Ich war gerade am Hinten. Jetzt reicht's so. Okay, ja. Nö, es kommt so ein anderer stärker. Ja. Clive, wie ist die Lage? Na endlich! Wie ist die Lage? Gas braucht uns! Was? Sie sind hinter ihm her! Ein ganzer kaiserlicher Trupp! Verstanden. Ich würde gerne mitspielen. Was dagegen? Ich nehme den Drachen. Nimm du den Dragon. Drachen. Das ist zu langsam. Knapp vorbei. Elender Nervtöter. Komm, erledigen wir ihn. Nervtöter. Der Stern der Sonne gezogen.
Ja, da können wir uns gleich was leisten. 96 haben wir jetzt. Wie eine Stufe Euro. Junge, das geht aber echt schnell. Ob wir andere Level sind? Ja. Unterwesten Kettenglied. Okay. Komm! Jo. Sieht schlecht aus. Okay. Ja, und Alter. Clive! Ja, nee, ist klar. Gib mir deine Hand! Noch das gleiche, es gibt das. Cool. Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir, Clive! Geh dann weiter nach vorne. Ich hab dich. Hat er sich erinnert an seinen Bruder? Ich denke so, ach komm, ich will nicht noch mehr Leute in den Tod reinziehen. So. Was habe ich nochmal zu dir gesagt? Clive hätte nicht einen Riecher? Ich steck ihn eben überall rein. Ist eins meiner ewigen Laster. Aber ohne euch zwei hätte sich's ausgeschnüffelt. Danke. Wirklich. So, erzähl. Nun, ich weiß jetzt zumindest, wo euer Kollege ist. Gav, ich... Er ist mit Begleitung unterwegs in deine alte Heimat, Rosaria. Ihr hättet sehen sollen, was er mit den Kaiserlichen, die ihn aufhalten wollten, gemacht hat. Absolut kein Zweifel. Der Kerl ist ein Feuerdominus. Auf keinen Fall. Clive, ich habe gesehen, wie du dich in eine Esper verwandelt hast. Und ja... Vielleicht hast du auch den Phönix getötet. Aber da war noch jemand. Wer war dieser Kerl in der Robe? Ja, hab ihn auch gesehen. Das hast du nicht geträumt. Der war echt. Tja, aber wer ist denn das, ne? Wer ist der? Das weiß ich leider auch nicht. Der frühere Ifrit-Besitzer. Aber eins weiß ich. Du wirst bestimmt herausfinden, wer es ist. Sterben kannst du dann noch. Was? Du hast geschworen, deinen Bruder zu rächen. Und dass du nicht ruhst, bis du den Täter geschnappt hast. Also, finde erst raus, ob der Kerl es war. Sterben kannst du danach. Sid, ich... Nicht nötig. Danke, Gav. Danke, Gav. Schon gut, schon gut. Oh, das lächelt er wieder. Stimmt, wer ist sie? Die war mit dem. Keine Zugvögel in diesem Jahr.
Die Fäule hat ihre Nester verschlungen, fürchte ich. Die Zeit läuft uns davon. In 2 Tagen erreichen wir Rosaria. Was hat das zu bedeuten? Wer sind die beiden? Mann, ich habe so viele Fragen. Dort, wo alles begann. Man sieht sein Gesicht jetzt. Wir müssen ihn stoppen. Sieht aus wie der Bruder, oder? Hä? Wir müssen ihn stoppen. Clive oder wen? Hä? Aber wie kann das denn sein, dass der... Ich verstehe gar nichts. Sex ist jetzt im Versteck. Das sieht echt aus wie sein Bruder. Nur halt in Erwachsener, also was heißt Erwachsen? Dann hat er eine riesige Feuersäule aus dem Boden gezaubert. Und das hast du gesehen, ja? Was? Glaubst du mir wieder nicht? Clive! Deine Freundin! Ach. Sie ist wach. Gut. Geh schon, du Feigling. Schwester, nicht Freundin. So, Leute, es gibt Arbeit. Götz, komm mit. Gav, und du lässt dich verarzten. Oh, sag's mir gerade heraus. Wie lange habe ich noch? Und? Eins nach dem anderen. Ich erzähl's dir später. Ja. Der Mokri ist lustig. Was will er uns wohl? Sogar einen Mokri gibt es hier. Wer hätte gedacht, dass ich je einen zu Gesicht bekommen würde? Ich glaube, jetzt vor mir, Kupo. In den Büchern, die mein Vater mir als Kind gegeben hatte, stand, dass Mogris tief in den Wäldern verborgen leben. Da ist natürlich was dran, aber ich, Nektar, der Furchtlose, bin kein Gewinner. Nektar heißt du also. Ich bin Clive. Kannst du mich etwas verstehen, Kupo? Scheint so. Oha. Endlich, Kupo. Wenn der Wind mich hierher geweht hat, habe ich mir den Mund fusselig geredet, aber keiner... Das klingt in der Tat ziemlich frustrierend. Aber jetzt, wo du da bist, wird alles gut, Kupo. Endlich habe ich einen Zuhörer gefunden, Kupo. Wie schnell ist das denn weg? Krankenstube? Aber keiner hat eine Quest für uns. Hat er irgendwas? Ich war ja vor kurzem da, aber... Fass dich kurz. Was willst du? Sturmruf. Nö, hier ist nix. Verstärken geht auch nix, ne? War's das? Ja. Gut. So war's. Ja, komm, dann geh jetzt zur Freundin. Hier lang. Meine Stadt, wie kommen wir jetzt? Ich repariere besser schnell das Geländer, bevor sich. Da ist er. Du bist es. Es ist also wahr. Ja. Clive! Du lebst. Und du auch. Ich kann
kann es kaum glauben. Fühlst du dich besser? Ja. Tarja hat mir alles erzählt. Ohne dich wäre ich tot. Boah, die Stimme. Ich hab dich erst nicht erkannt. Fast hätte ich. Wie kam es, dass du für sie gekämpft hast, Jer? Für die Eisernen. An jenem Tag, kurz nachdem das Phönixtor gefallen war, fielen sie ein. Rosaria war ohne Führung. In dem Chaos haben die Eisernen unsere Schwäche gnadenlos ausgenutzt. Die Männer getötet und die Frauen gefangen. Sie brachten euch nach Eisenholm. Ich hatte gehofft, dass sie uns rasch erlösen. Doch ein Ende blieb mir verwehrt. Meine Kräfte erwachten und alles kam anders. Es ging alles so schnell. Uns hat man von einem gefangenen Dominus erzählt, den die Eisernen im Krieg einsetzen wollten. Ich stand vor der Wahl. Entweder ziehe ich für sie in die Schlacht oder schicke die Gefangenen in den Tod. Und uns nennen sie Monster. Was? Erzähl es mir, Clive. Was ist mit Joshua passiert? Tod. Ich war es. Ich habe ihn getötet. Nein, das kann nicht sein. Dazu wärst du niemals fähig. Es ist wahr. Sie ist wieder in mir erwacht. Kürzlich erst. Die zweite Esper des Feuers. Sie ist es gewesen. Clive. Wenn ich an die Nacht zurückdenke. Da war ein Mann. Was hat er gesagt? Er sprach zu mir. Was hat er gesagt? 20. Wir haben dich gefunden. Was meinte er damit? Clive, lass uns zurückgehen zum Phönixtor. Ich will die Wahrheit herausfinden. Du doch auch. Willst du keine Gewissheit? Und wenn es tatsächlich wahr ist und du es wirklich getan hast, erfährst du es nicht allein. Jill, ich... In Ordnung. Aber erst musst du dich umziehen. Darf ich bitten, Eure Lordschaft? Wir wollen eure Sinne nicht überreizen. Sofort. Wir sehen uns nachher, Clive. Ich muss mich vorbereiten. Wir haben eine lange Reise vor uns. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst draußen bleiben? Deine Freundin muss sich hier umziehen. Ich komme, sobald ich mich angezogen habe, Clive. Komm. Komm jetzt, bitte. Zieh aus, komm jetzt. So, da gehen wir mal runter. Ob sie auch es sind ein halbes Dutzend, ne? Vielleicht auch mehr. Ob sie irgendwann mal Ihre Betten sind bereit.
Wir können jederzeit ausrücken. Sexuelles bei ihm passieren, ne? Keine Ahnung. Wir sind ja noch am Anfang, ne? Kann alles passieren. Hier ist noch eine Nebenquest. Die machen wir nochmal kurz. Hey, Neuling! Ich brauche Hilfe! Und ja, wobei? Meine Assistentin. Sie holt Bodenproben. Nur hätte sie längst zurück sein sollen. Es ist nicht auszudenken, was alles geschehen sein könnte. Bitte, ich flehe dich an. Siehst du bitte nach? Ich halte das nicht aus. Ist gut, ich gehe. Keyboard. Meinen Dank, wirklich. Das wirst du nicht bereuen, glaub mir. Wo soll ich denn suchen? Gultons Hof. Er liegt am Rande von Kielbrück. Für eine unbegleitete Trägerin ist es gefährlich. Doch der Boden ist sensationell. Jetzt geh. Du musst dich beeilen. Es könnte schon zu spät sein. Ja, gut, aber dann mach ich jetzt nicht. Jetzt guck erstmal hier die ganzen Nickels. Was gäbe ich nicht für ein paar Mickelbeeren? Was? Ist noch eine Quest? Der Mokri ist lustig. Ist ja Edge wieder. Kennt es. Ah, Clive. Hast du dich gut eingelebt? Ich gewöhne mich langsam dran. Das freut mich zu hören. Ich hatte gehofft, dich dazu überreden zu können, mir wieder behilflich zu sein. Natürlich wirst du für deine Arbeit belohnt. Ist dir wohl üblich, wie ich bemerkt habe. Wir wollen besser sein als die, denen wir dienten. Nun, zur eigentlichen Aufgabe. Ich brauche ein paar helfende Hände, um einigen Gefährten ihre wohlverdiente Mahlzeit zu bringen. Drei Mahlzeiten für drei emsige Gesellen, was sagst du? Ich helfe gern. Ah, jetzt wunderbar. Hier, oder was? Die drei tummeln sich hier im Versteck und haben sicherlich schon sehr großen Hunger. Ja, das können wir machen jetzt. Du findest einen beim Eingang, einen im Quartier und der dritte bewacht den Kerker. Danke nochmals, Clive. Wir sind einfach zu wenige, um jeder Spur nachzugehen. Das duftet aber lecker. Ist das für mich? Ist es. Grüße aus der Küche. Ist mir hier Essensbrote, vielen Dank. Diese Vögel sind sehr bedürftig. Sie nehmen es mir übel, wenn ich mich zum Chocomoppel verdrücke. Was? Du musst viel zu tun haben. Die ist gerade ein Schoko. Ich habe nie meine Ruhe. Über ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich hier esse, so wie ich nach Stall stinke. Da vergeht noch allen der Appetit. Und für meine Lieblinge hier ist mir selbst die Zeit zum Waschen und Anziehen zu schade. Also, danke fürs Essen und richte Kenneth meine Grüße aus. Nicht pervers. Nicht pervers. So, der nächste ist hier. Wie wär's mit einem Umtrunk bei Kenneth? Okay. Ach, die geht's runter. Ach, der. Der ist so Tackle. Schnell zurück? Lust auf ein weiteres Nickerchen da drin? Kenneth schickt mich. Er meinte, du hast Hunger. Gutes Gespür. Mein Magen knurrt so laut, da würden selbst Karls Reis ausnehmen. Der Dienst hier unten ist sicher nicht einfach. Nein, aber manche Leute müssen eingesperrt werden und jemand muss auf sie aufpassen. Dank mir können andere ruhig schlafen und darauf bin ich ziemlich stolz. Bleib in Zukunft auf der richtigen Seite der Gitterstäbe, hörst du? Ja, alles klar, genau. Und der last but not least ist doch oben. Ja?
sollten wirklich einen Übungsplatz gebrauchen. Was gebe ich nicht für ein paar Mickelbeeren? Viel sauber. Kann ich dir helfen? Kenneth schickt mich. Ah, wunderbar. Hast du gehört? Unser Essen ist hier. Hast du immer noch keinen Appetit? Ist er krank? Ich fürchte ja. Diejenigen, die nicht mehr die volle Aufmerksamkeit eines Heilers benötigen, können sich hier ausruhen. Ich betreue die, die sich nicht selbst versorgen können, wodurch mir wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Aber zum Glück kann ich mich auf Kenneth verlassen. Ohne die Hilfe von guten Menschen wie ihm und dir wäre ich verloren. Dankeschön. Das sollten alle sein. Zurück zu Kenneth. Ich will. Haben wir auch noch. Und dann gehen wir mit ihr. Und dann möchte ich mal auch Schlusskarte. Dann ist es gut. Für heute. Ah, da bist du ja. Fertig? Wunderbar. Hier, deine Belohnung. Wie vereinbart. Es ist wirklich besonders hier. Jeder hat seinen Platz. Darauf sind wir stolz, glaub mir. Aber es freut mich, das von dir zu hören. Natürlich hast auch du deinen Platz, wie du gerade gekonnt bewiesen hast. Und du wirst hier immer einen Platz haben, wenn du es wünschst. Danke für deine Worte. Nichts zu danken. Jeder von uns würde das bestätigen. In unsere kleine Gemeinschaft wirst du sicher noch viel einbringen. Auftrag abgeschlossen. Ein Platz für jeden. Stimmt, Erfahrungspunkte. Das muss ich auch noch. Gucken. Das hatte ich eben schon gesehen. Könnt ihr Attacke verbessern? Die wäre geil, ne? Soll ich sparen oder? Der Dash ist nicht so geil, finde ich. Was macht die Attacke? Seit die Moves, ne? Ich würde sagen, ich sparen für die. Die sehen echt irgendwie geil aus. So, wir reden mit die Frau. Die Haare auf den Zähnen hat. Was willst du hier? Mich verabschieden. Wir gehen. Gute Entscheidung. Besser als da draußen begraben zu liegen. Du hast dieser Frau viel zu verdanken, Junge. Ich weiß. Glaub mir. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Hab neue Ware, die du dir mal ansehen solltest. Oh. Ja. Gaia-Schwert. 140. Aber ich glaube, wir bleiben beim Sturmruf. Das hat nämlich nur 5. Ja, okay, Angriff ist aber auch immer 5. Ich weiß es nicht. Wobei wir auch eigentlich gut Geld haben, ne? So ist es nicht. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ja, ich lasse es mal so. Hier ist nichts Neues. Hier auch nicht. Hauch der Winde. Boah, wie teuer ist das? Tja. Müssen wir Sachen verkaufen? Ich weiß nicht. Na komm, lass es mal. Na nun, geh schon. Wo man es sonst herbekommt. Und viel Glück. Diese Abzeichen. Ich sollte mich noch bei Gav bedanken. Gav. Du willst uns also echt verlassen? Jo. Wir haben noch etwas in Rosaria zu erledigen.
Da kommen wohl Erinnerungen hoch. Hm? Rosaria ist nicht mehr, was es war, Clive, seit die Kaiserlichen die Macht übernommen haben. Bei Schwierigkeiten besucht ihr am besten Marthas Rast und fragt nach der Wirtin. Eine alte Verbündete. Sagt, ihr kommt von Cid und sie wird euch helfen. Verstanden. Danke, Gav. Warnt euch. Was täte ich ohne dich? Ach, ist doch nicht der Rede wert. Er will nicht, okay. Sowas versteht sich von selbst. Ich hätte einfach drei Zöpfe. Hinten. Pass auf dich auf, hörst du? Oh, ich kann sowas nicht. Wo ist Cid, wenn man ihn braucht? Grüß ihn von mir, wenn er zurück ist. Werd ich. Hey, das ist... Danke fürs Warten. Bereit, Milady? Bereit. Oha, und wie es weitergeht. In der nächsten Folge! Wo war jetzt eigentlich Cid? Stimmt.